Hey Leute, herzlich willkommen zu Part 2 des Mic'd Up Doubles in Katis. Wir waren jetzt nach 11 Bahnen minus 1 nur. Ihr seht jetzt im zweiten Teil, ob wir das noch rumdrehen können, ob wir wenigstens noch die Double Digits schaffen oder auch nicht. Der Start war ja echt nicht so gut. Naja, ohne viel Gequatsche geht's jetzt rein in Part 2. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann. Tschö, tschö. Okay, Bahn 12. Es wird leider nicht einfacher. 128? Da haben wir's. 128 Meter. Der Korb ist da rechts oben. Was machst du? TD. Okay. Ich habe noch ein Ass, eine Ace-Scheibe für die Bahn. Was? Du hast hier schon Ass geworfen? Nein. So. Ne, wie sagt man das? Was? Wie sagt man so Ace up my sleeve oder so? Ah, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ein Ass im Ärmel, so. Ich habe auch noch ein Ass im Ärmel. Ah. Okay. Ich hoffe, das sah geil aus. Komm jetzt schnell gegen das Auto. Werfe ich in 3 Sekunden. 1, 2, 3. Was? Immer vor, du fährst, du denkst dir nichts Böses. Auf einmal knallt so eine Scheibe so in die Fensterscheibe rein. Scheibe in die Scheibe? Was? Scheibe in den Korb. Come on, komm, sei geil. Sei geil. Sie ist sogar geil. Sü! No words needed. Die Leute denken jetzt vielleicht, dass Tom uns alle in der Nase herumführen will, aber er meint es leider ernst. Wieso leider? Der X-Destroyer. Sie rollt noch. Sie rollt immer noch. Ich glaube, die war auch nicht ganz schlecht. War sie gut? Ja. Oh, also Birdie. Ich sag mal ja. Ja, wer hätte gedacht, dass eine DX Destroyer 120 Meter fliegt? Oder rollt. Natürlich noch mit Original-Sticker, sonst wär's doch nicht authentisch. Hast du Aber die gekauft oder hast du die irgendwo gefunden? Ich hab sie gefunden. Was ist, wenn der Eigentümer die zurückhaben will? Ha? Stand da ein Name drauf? Nee. Steht da jetzt Tom Wendt drauf? Nee. Weinst du, wenn du sie verlierst? Ich weiß nicht. Machst du jetzt ein Birdie? Ja. Zack. Let's go! Birdie, wir waren eben so unmotiviert wie noch nie nach Bahn 11 und haben uns gesagt, wir ziehen jetzt wieder mit Birdies durch und es hat geklappt. Bahn 13. Nochmal eine Par 5. Die ist sogar echt ziemlich geil. Man muss hier erstmal durch die Lücke hochwerfen und wenn man den richtig geil trifft, kann man sogar einen Look für die 3 haben. Darauf hoffen jetzt natürlich. Nein, Mann! Nicolo Castro. Ach komm, ey! Jetzt krieg auch mal was hin, Kollege. Komm. Der war auch nicht schlecht, aber er war auch nicht gut. Das ist, glaube ich, das Motto des heutigen Videos. Da hinten haben wir den Korb. Wir liegen da. Leider kein Look fürs Eagle, aber das Birdie geht auf jeden Fall. Das zeigt euch Lukas jetzt mal. Okay, Lukas ist glücklicherweise durchgekommen.
Aber wir brauchen mittlerweile auch ein bisschen Glück jetzt, um noch gut abzuschneiden. Ich würde mal sagen Birdie. Okay. Grünes Licht. Ich sehe nur Grün und Licht gerade. Ja. Come on, come on. Ah. Naja, war ein würdiger Versuch. Ja, Tick mehr rechts. Okay. Zum Glück ist es eine Par 5. Ich kann auch ein paar Mal reinkacken. Man spielt immer noch das Birdie. Yes, sir. Oh, mein Knie. Hinter mir seht ihr die Idylle nicht. Aber wir haben jetzt hier Bahn 17 schon. Oh, wir haben schon Bahn 17? Warte mal. Wir sind falsch. Bahn 14. 97 Meter. Bis auf diese drei komischen Sandhügel. Ein Träumchen, eine Idylle. Ja, hier könnte ich den ganzen Tag stehen. Es ist wirklich traumhaft hier. Also eigentlich will ich hier mein Zelt aufschlagen und den Rest meines Lebens hier verbringen. Aber wir werfen jetzt erstmal 97 Meter Ace Run. Aber eher mit einer... Ich werfe die MD5, glaube ich. Ja, ne? Ich sag hier. Da haben wir doch die geeignete Lösung. Und acen das jetzt mal, den Bums. Jo, 800 Meter zu kurz, Alter, was ist denn los? Ich zeig's, wie man eigentlich machen soll. Oh, Kilometer weit links, scheiße. So spielt man die Bahn? Nein, Mann, kann doch nicht sein. Gestredel Hilbese. Oh, sind das eigentlich 10? Von mir aus. Von dir aus? Katastrophe. Katastrophe. Wir getten den jetzt. Wir getten den jetzt. Der wird jetzt gegettet. Okay. Geht der in? Nee, geht der rein? In den Korb, ja. Ah! Mann! Schimmel Bros are back. Genau, ab jetzt heißen wir nicht mehr Dreamfly, sondern Schimmel Bros. Und die Schimmel Bros werfen jetzt mal einen 100 Meter Heiser an den Korb. Ja. Komm zu mir. Guck mal, das kann ich auch. Ah, 2 Meter Nähe. So. Immerhin etwas. Das erste Birdie der Schimmel Bros. Bahn 16, Par 4, 240 Meter. Der Korb ist Luftlinie da hinten, einmal komplett über die, was auch immer es ist, Müllhalde. Und wir müssen jetzt erstmal einfach schön gerade raus werfen und dann rechts an diesem Zaun schön zum Korb lang stehen. Genau, und alles rechts vom Zaun ist Obi. Das ist selbsterklärend. Und jetzt, als ich gerade einen Schluck dieses Powersaftes genommen habe, merke ich gerade, wie die Energie zurückkommt und ich 500 Meter weit werfen kann. Ich zeige es euch mal kurz. Da müsst ihr einen Putter zum Korb werfen können. Ja. Oh. Zumindest ist sie safe.
safe, glaube ich. Relativ gute Position. Ich glaube so 105 Meter circa noch im Kopf. Wir versuchen mal einen Seitenarm. Ach was? James? Conrad? Auf jeden Fall auch einer der Signature-Bahnen, Bahn 17, 133 Meter, bergab, da hinten seht ihr den Korb. Ja, wir haben rechts zwei Teiche, wo man auf keinen Fall rein will. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Besonderes an der Bahn, außer dass wir die jetzt parken. Ungefähr so. Habt ihr schon mal so einen fetten Pilz gesehen? Größer als die Scheibe. Boah, der hält die sogar. Ja. Krass. Der hat trainiert. Alter. Wie fett kann denn ein Pilz sein? Kann man den essen? Boah. Falls ja, kann da eine ganze Familie von essen. Aber wahrscheinlich nicht. Wenn jemand eine Ahnung hat, schreibt es mir in die Kommentare, wie immer. Was wird gemacht? Rice gebailert. Alright. Destroyer. Risk Baylord. So. Boah. Korb seht ihr ganz da oben auf dem Hügel. Eigentlich auch eine ganz coole Bahn. Boah. Bisschen weit links. Aber gar nicht mal so schlecht. Die ist schön weit oben auf dem Hügel. Oh. Was wirft denn der da für eine Scheibe? Pilvin Halok, ja. Nee. Pilvin Halko, ja. Werf ich. Hm. Gut ausgesprochen? Wessen Scheibe ist das denn? Oh. Tom W. Wer ist Tom W.? Oh. Natürlich hier Nummer zensieren. Nicht, dass du 1000 Fan-Nachrichten bekommst und keine Ahnung. Das wäre. Fans so alles schicken. Das wäre schlimm. Nicht Geld. Geld, Scheiben, was will man noch so haben? Essen. Vielleicht schenkt dir jemand ein Haus. So, Mama. Okay. Genug gelabert. Ei, 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 ei. Alter, der Wurf war vielleicht 50. Ich kann nicht mehr. Wechselt mich aus. Junge, was war das denn für ein Wurf, Alter? Sag ganz ehrlich. So, nach dem ersten sind wir hier. Kopf da hinten. Noch circa 60 Meter, relativ steil bergauf. Warum hat der gar keinen Grip hier? Ich glaube, du kannst schon noch mal gut dran ziehen. Also, du kannst bestimmt die Scheibe werfen, das sage ich nicht, aber Standstill ist. Übersetzt heißt das, wirf eine MD5. Oh, man hat so einen Scheißstand. Instant minus 45 Meter. Ich kann hier nicht stehen. Jawohl.
Sehr schön. Nö. Du sollst weiter nach rechts fliegen. Nein. Oh, geiler Kick. Let's go. Der war richtig, der Kick. Das nächste Birdie. Bahn Nummer 20 haben wir mittlerweile. 84 Meter. Krass bergauf, aber muss auf jeden Fall voll rippen, weil es so steil bergauf geht. Ich hoffe, wir haben keinen Baum im Weg. Wenn nicht, dann war gut. Let's go. On a roll. Bahn Nummer 21. 108 Meter. Der Korb befindet sich da hinten zwischen den Bäumen. Eignet sich besser für einen Sidearm. Deshalb probiere ich es jetzt mal. Komm rum. Oh yes. Birdie. Kann er doch noch was. Nice. Come on. Let's go. Come on. Ja, man kann man den Korb nicht sehen. Gibt eine schmale Schneise geradeaus und dann leicht links. Über 100. Und ich bin offiziell durch. Nein! Ah! Ich hätte den Flex spielen müssen, nicht? Nein! So schön unterwegs. Park City. Do it. Ah. Okay, zweitletzte Bahn. Sidearm Flex, da hinten hinter den Birken rechts befindet sich der Kopf. Komm. War auch ein bisschen flach. Ah. Warum immer Cage? Immer. Oh Mann. Ah, ein Tick mehr Winkel. Bahn 24, wir haben es gleich geschafft. 82 Meter Par 3. Bob sieht man hier rechts durch die Lücke. Ich werfe Sidearm, von daher macht es eh Sinn, von da zu filmen. One last bird. Schöne letzte. Let's do it. Come on. Ein geiler Drive noch. Vielleicht ein Ace. Komm. Boah, okay. Das ist auf jeden Fall ein Look. Nice. Nein! Ah, noch reingechoked an der letzten Bahn. Der letzte Putt. Okay. Ein Putt muss noch sitzen. Dann setzen wir den noch mal hin. Geil. Geiler Scheiß. Dead Center, ey. Let's go.
Da hampelt er rum. Oh, so kann man doch mal aufhören mit dem Video. Nach dem gammeligen Start haben wir auf jeden Fall noch mal schön aufgeholt. -11 haben wir jetzt gespielt. Double Digit erreicht. Somit haben wir es wenigstens geschafft, dass wir bisher immer wenigstens Double Digit unter Paar gespielt haben. Ja, also ich glaube, die Schimmel Bros haben sich verabschiedet. Ja. Dreamflight ist wieder back. Oh yeah. Das ist das Wichtigste. Clean eine zweite Hälfte gespielt. Ja. Und das war's von mit dem schönsten Kurs hier in Finnland. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein fettes Like da, selbst wenn wir am Anfang ein bisschen reingegammelt haben. Der Kurs hat es verdient. Wenn ihr mal nach Finnland fahrt, fahrt unbedingt hierher. Es ist Pay to Play. 8 Euro. 5 Euro. 5 Euro pro Tag und es wird jeden Tag hier gemäht. Es ist ein traumhafter Kurs. Also das muss jeder Finnlandurlaub beinhalten, dieser Kurs. Ja, dann bedanken wir uns. Teilt das Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, oder? Genau. Alright. Tschö, Leute. Tschö.